Vor einiger Zeit hatte mir auf Facebook eine für mich bis dato unbekannte Person eine Freundschaftsanfrage geschickt. Das ist nichts Ungewöhnliches. Lieb und nett wie ich bin, habe ich diese Freundschaftsanfrage natürlich angenommen und wir kamen ein bisschen ins Gespräch. Und da hat sich herausgestellt, er hat nicht mal 7 Kilometer von mir entfernt einen Waffen- und Munitionshandel. Und da war ich baff. Die Rede ist hier von Wilhelm Krause EK in Usingen in der Zitzergasse. Zu finden ist sein Laden unter waffenkraus.de. Link. Auch wenn das Sortiment noch nicht voll ausgebaut ist, seit 1957 gibt es diesen Laden aber schon. Und er baut sein Sortiment sukzessive aus. Ob jetzt erwerbsscheinfreie Waffen, wie hier zum Beispiel eine Walther PK380 Kaliber, was haben wir? 9 mm PAK. Ja, es ist eine Schreckschusswaffe. Ja, wie gesagt, Walther PK380, die habe ich ja als scharfe Waffe zum Beispiel. Fühlt sich genauso an wie die echte. Kleiner Unterschied ist nur, dass man den Schlüssel nicht braucht. Oder hier die Smith & Wesson M&P 9C als Schreckschussvariante im Kaliber 9 mm PAK. Hier die Besonderheit, inklusive eines verlängerten Magazins, hergestellt durch Umarex. Oder auch der Glock-Nachbau aus der Türkei, Kaliber 9 mm PAK von Zoraki, das Modell 917. Das ist nur eine kleine Auswahl an erwerbsscheinfreien Waffen, die Waffen Kraus in Usingen auf Lager hat. Er hat noch weitere Modelle da. Ein Besuch oder ein Anruf kann sich auf jeden Fall mal lohnen. Genauso auch erwerbsscheinpflichtige Munition. Hersteller wie Magtech, CCI etc. hat er häufig auch lagernd. Einfach mal anfragen, wie die Preise denn dort sind. Und da kann sich vielleicht mal eine Fahrt dorthin, gerade wenn man hier aus der Hochtaunusregion kommt. Das kann sich immer mal lohnen. Staffelpreis waren, glaube ich, 124 Grain, 9 mm. Bei Abnahme von 1000 Schuss von Magtech 10,50 € die Schachtel ist der derzeitige Preis. Diese Preise unterliegen selbstredend einer gewissen Dynamik, einem Schwanken. Deshalb einfach mal anrufen oder auf waffenkraus.de mal vorbeischauen. Dort stehen diverse Produkte bereits schon drin. Die Website von Wilhelm Kraus EK bzw. Waffen Kraus befindet sich noch im Aufbau. Das heißt, erwartet jetzt nicht, dass sie dort das volle Produktportfolio dieses Händlers findet. Aber das Grundgerüst steht und ihr findet schon die gängigsten Sachen, wie gesagt, wie diverse Munitionssorten etc. findet ihr dort. Auch hier und da mal vielleicht die ein oder andere erwerbsscheinpflichtige Waffe. Neuwaffen hat er meiner Kenntnis nach keine auf Lager, können aber beschafft werden. Er hat die ein oder andere Gebrauchtwaffe, hat er dort. Deshalb, wenn Interesse ist, wenn Bedarf ist, hey Leute, ruft dort einfach mal an und euch wird auch geholfen werden. waffenkraus.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch, gerade wenn ihr hier aus der Region seid, dort auch mal ein bisschen den Laden unterstützt. Denn immerhin, es ist ein Alteingesessener seit 1957.